So, wir lassen den Ball jetzt mal auf dem Schläger liegen und versuchen den mal den Schläger entlang rollen zu lassen. Ja, hab den Ball hier auf dem Schläger und bewegt den dann mal langsam in Richtung Keule und auch ruhig mal die Keule hier entlang bewegen und mal langsam hoch und runter gleiten lassen. So, die linke Hand macht die Arbeit. Ich verändere die Höhe des Schlägers nicht, indem ich die rechte Hand bewege, sondern ich bewege nur die linke Hand, um den Schläger höher oder tiefer zu haben. Und dadurch rollt der Ball dann hoch oder runter. Ja, versucht dabei im Druckbereich zu bleiben, nicht zu weit weg vom Körper den Ball. Und am besten die Hände auch so, dass die linke Hand so leicht hinterm Körper ist. Und neben dem Körper gleichzeitig auch und die rechte knapp vor dem Körper. Dann ruhig auch mal, wenn das super klappt, dann ruhig auch mal auf der Keule rollen lassen. Also nicht nur bis hier vorne, sondern auch mal bis ganz hier an die Keulenspitze. Gut, wir kombinieren das Ganze mal. Also wir lassen den Ball einfach aus dem Schläger liegen, werfen den mal hoch. Erste Kante auf den Schläger legen, hochwerfen, versuchen mit der runden Seite. Auf dem Schläger liegen lassen, hochwerfen, dritte Kante. Und das Ganze mal versuchen, dass wir einmal um die Welt kommen.